So, Freunde. Ha! Mein erstes Lifehack-Video. Oh, jetzt denkt ihr, was hat er jetzt? Ich habe nämlich ein Video geguckt, und zwar vom Crazy Russian Hacker. Der macht eigentlich nur Lifehack-Videos. Oder, ja, nicht nur das. Der macht auch andere, aber die haben meistens irgendwas mit, ja, mit diesem Stoff zu tun. Und jetzt habe ich was gesehen, das fand ich ziemlich cool. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das früher gemacht habe, wenn ich eine CD... Also ihr kennt das, ich habe nur noch hier diese... Spindeln. Habt euch jetzt eine CD gebrannt, zum Beispiel von Dual Survival. Und früher habe ich die dann einfach so eingewickelt, einmal so übergefaltet, so gefaltet, so gefaltet und dann Klebestreifen drauf. Naja, da musstest du den Klebestreifen zerreißen, weil natürlich auch die Schutzhülle im Arsch. Jetzt zeige ich euch eine wiederverwendbare Schutzhülle aus dem DIN A4 Papier, die ihr nicht mal kleben müsst und gar nichts. Also, ihr legt hier die CD ja recht mittig drauf. Ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Noch ein bisschen so. So, aber auch hier mittig auf die CD. Oder die CD mittig drauf. Sup. Jetzt einmal hier rum. Naja, ist ein bisschen frickelig auf dem glatten Untergrund. So dass sie schön überlappen. Auch hier aber bündig oben dran abschließen. Das gleiche dann hier. No. So. Dann einmal so. Einmal so. Und eigentlich ist es schon fast fertig, aber wieso schließt die nicht selbstständig? Aber jetzt kommt's. Ich will ja, dass es selbstständig schließt. Ihr seht, ihr habt hier so eine kleine Tasche. So. Jetzt geht ihr hin. Dann macht ihr das so. Und hier so. Oder na, machen wir es. Wir können es halbieren. So. Macht ihr wie so ein Papierflieger fast. Könnten Sie doch die CD rumdrehen, sodass man die direkt sehen kann. Hier mitten in die Tasche rein. Und zack! Habt ihr eine CD-Tasche, da fällt die CD nicht raus. Und ihr könnt sie wieder verwenden. Coole Sache. Hm. Okay. Und wenn natürlich besonders findig ist, der kann vorher am Computer ausarbeiten, wo die Falze sind und die natürlich auch hier vorne schön bedrucken oder hier auf der Rückseite. Ja, müsste ja auch keine DVD sein. Ich bin mir sicher, der eine oder andere hat natürlich auch hier von dieser jungen Dame eine CD und hat die seiner Liebsten kopiert, ihr Gauner. Ja, und dann habt ihr wenigstens eine Schutzhülle. Coole Idee, finde ich. Crazy Russian Hacker. Gib dem Jungen mal einen Daumen hoch und ein Abo. Er macht coole Videos. Ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video, worum es da auch immer geht. Wenn es auch nur günstige Kaffeeplätze sind. Nein, natürlich nicht. Also, tschüss. Mach's gut, schwenkt tot.